Quellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Quellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Quellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und es ist Dienstagabend. Das heißt, es ist Zeit für Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross. Servus. Das Duell, auf das wir die ganze Woche warten. Und heute gibt es genug Zündstoff, damit ihr zwei, sag ich mal, das Studio hier ordentlich befeuern könnt, oder? Es wird heiß genug. Starten wir mit der SPÖ. Das innenpolitische Thema der letzten Tage, muss man sagen. Eine Österreich-Story hat da einen richtigen SPÖ-Krieg ausgelöst. Auf der einen Seite die Parteirebellen rund um Max Lercher und die steirische SPÖ, die Gerald Gross ja gut kennt. Auf der anderen Seite die Bundespartei oder die Parteizentrale rund um Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Sebastian Born-Mehner wird heute mit dir starten. Mhm. Was ist denn da derzeit los in der SPÖ und hast du damit gerechnet, dieser Konflikt, muss man sagen, der ist ja unterschwellig seit einigen Monaten schon da, aber dass der jetzt so offen ausbricht? Ja, eigentlich schon. Das, was wir jetzt erleben, ist ja im Endeffekt, dass immer noch die gleichen Personen, die schon bei der Demontage von Werner Faymann aktiv waren, die bei der Demontage von Christian Kern aktiv waren, jetzt auch die Macht übernehmen in der Bundespartei. Es geht hier gar nicht um links gegen rechts, also da müssen wir ein bisschen aufpassen, es hat sich ein bisschen verschoben im Vergleich zu 2016. Ging es bei Werner Faymann noch ganz klar darum, dass der Kurs stimmt, gab es ja solche Schilder, die gebastelt wurden, Rathausplatz, das bezog sich auf seine Migrationspolitik, da gab es dann quasi den rechten Flügel unter Anführungszeichen, der gesagt hat, Werner, bleib hart, hat nicht funktioniert. Jetzt geht es tatsächlich eher um eine Frage Basis, Mitbestimmung öffnen versus Establishment versus Apparatschicks. Und de facto regiert momentan ja längst nicht mehr Pamela Rendi-Wagner, sondern eine Truppe bestehend aus Doris Bures, Christian Deutsch, Michael Ludwig und Konsorten. Das ist die Liesinger Truppe, die alte Achse, die man aus Wien kennt, die seit Faymanns Tagen enge Verbündete sind. Wir erinnern uns, Christian Deutsch wurde ja schon vorgeschickt, wie er Michael Häupl sturmreif geschossen hat, kann man fast sagen, weil er damals, glaube ich, im Tagestakt Michael Häupl über die Medien ausgerichtet, es ist Zeit zu gehen, je früher du gehst, umso besser. Und dass jetzt genau dieser Christian Deutsch dazu eingesetzt wird, die Partei zu öffnen oder zu reformieren, das ist niemand mehr lustig. Also in Wirklichkeit ist es nur noch ein Trauerspiel, was wir da gerade erleben. Ich glaube, Max Lercher hat heute gesagt, das ist ein unwürdiges Spiel, das wir da erleben. Und de facto müssen wir uns die Frage stellen, ob eine Sozialdemokratie im Jahr 2019 tatsächlich noch in der SPÖ repräsentiert ist. Oder ob es nicht Zeit wird, dass die Sozialdemokratie in Österreich sich ein anderes Gefäß sucht als diese morsche Einheit, die de facto nur noch dazu dient, damit irgendwelche Leute Posten, Mandate und Beraterverträge haben. Mhm. Gerald Gross ist ja an sich nicht der größte Freund der Sozialdemokratie in dem Land, reibt sich wahrscheinlich gerade die Hände. Na, ich reibe mir nicht die Hände. Ich habe gesehen, dass der Dr. Born-Mehner heute einen schwarzen Pullover als Zeichen der Trauer mitgenommen hat. Ich habe mir erlaubt, wenn man schon über Sterbende oder bereits über Verstorbene spricht, es gebietet der Respekt, wie bei jedem Begräbnis, natürlich auch eine schwarze Krawatte anzuziehen. Kein Problem, ich bin multitaskingfähig, also ich rede weiter. Oder lernt es einmal, wie man ordentliche Krawatten bindet. Das ist recht einfach, die Geschichte. In der SPÖ ist die offene Feldschlacht ausgebrochen. Jeder gegen jeden in Wahrheit. Ja? Dornauer, Schickhofer, Lercher, die Kakophonie in Wahrheit des Grauens. Ein wenig darf auch noch der Herr Fussi kommentieren, sinnigerweise der Berater der Schwarzen Wirtschaftskammer in Wien, der sich dann delektieren kann an dem Leichnam. Sozialdemokratie. Ich glaube, die schwarze Krawatte passt und ist auch dem traurigen Anlass entsprechend auch umgehängt. Ja, das passt. Mehr oder weniger. Danke im Übrigen für die Kameraeinspielung. Wir erleben die alten Lager Faymann, Gusenbauer Kern, die sich in Wahrheit bekriegen, der Revanchismus, der aufgetreten ist. Das Gusenbauer Lager revanchiert sich an Faymann, Faymann revanchiert sich am Kernlager, das Kernlager revanchiert sich an allen beiden. Jeder gegen jeden, offene Feldschlacht, das Blut quillt aus der Tür der Löwestraße herunten heraus. Sinnigerweise werden Medien wie zum Beispiel Österreich mit Klage bedroht, obwohl sie in Wahrheit nur diese Informationen bekommen, die ihnen eigene sozialdemokratische Genossen im Übrigen stecken. Also die sogenannten
sogenannten parteipolitischen Meuchelmörder. Wenn man sich also dieses ganze diesen Kriegsschauplatz Löbelstraße anschaut, kann man ja durchaus die SPÖ umbenennen, die soziopathische Partei Österreich, die Soziopathen Österreichs. Das hat ja nichts mehr mit Politethik oder Politmoral zu tun, was wir hier bekommen. Und Pamela Joy, Randy Wagner, die von Ihnen noch vor wenigen Monaten verehrte, hochverehrte Pamela, die die Sozialdemokratie retten wird, ist in Wahrheit auch schon mausetot, hat ihre Zukunft bereits hinter sich und jeder Mensch weiß, dass sie die Sozialdemokratie im nächsten Jahr nicht mehr führen wird. Das, was wir hier erleben, ist der letzte Kampf, das letzte Aufbäumen von Menschen, die sich selbst im Anblick dieser Trümmer der Sozialdemokratie noch um den Resteinfluss von Posten und Macht streiten. Die ewige Personalreserve Dorle Buresch, die Wiener, die irgendeinen unbekannten Sozialstaatrat ins Rennen bringen wollen. Das ist alles, wenn wir das in einem Satz zusammenfassen, das ist wie ein ganz schrecklicher Autounfall. Keiner will ihn und trotzdem blickt jeder hin. Ja, mit dem einen, also ich stimme dem ja durchaus zu, dem Punkt von Gerald Gross. Passt wunderschön. Ja, sehr perfekt. Gut, ja, sehr gut. Als hätten wir uns abgestimmt. Aber der Punkt ist der, dass das Trauerspiel, das wir gerade erleben rund um die SPÖ, wird manche erfreuen. Also wir merken ja, die Schadenfreude ist dem Herrn Gross ja nicht, die sind mir ins Gesicht geschrieben und vielen anderen Leuten auch. Aber der Punkt ist, bei Ihnen, ganz ehrlich, also ich wollte jetzt nichts über Ihr Gesicht sagen, aber ja, ab und zu hängt da was. Wie auch immer, jedenfalls, lieber Herr Gross, es geht. Okay, wunderbar. Bleiben wir jetzt, lassen wir ja. Also, es ist eigentlich ein viel zu ernstes Thema, weil die SPÖ ist das eine. Ja? Also, wie gesagt, die Parteistruktur aus meiner Sicht gehört die ganze Löwelstraße einmal abgetragen, grundsaniert, die ganzen Leute heimgeschickt oder hackeln geschickt, weil da sitzen Leute drin, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich noch nie irgendwas Gescheites kackelt haben und die ganze Zeit auf unsere Kosten leben. Inklusive damit, der Pamela Randy Wagner. Nein, die Randy Wagner war ja eine großartige Sachpolitikerin. Also das war ja meine, das ist ja das, was der Gerald Gross immer vermischt. Das eine ist die Anerkennung von der Kompetenz, auch von der persönlichen Stärke einer Person und auf der anderen Seite, ob sie geeignet ist für dieses Amt oder nicht. Sie zeigt ganz eindeutig in den letzten Wochen immer stärker, dass sie vollkommen ungeeignet ist, die Vorsitzende dieser Partei zu sein und zwar deswegen, weil sie die Kontrolle längst abgegeben hat. Spätestens mit der Bestellung von Christian Deutsch hat sie gezeigt, dass sie in Wirklichkeit überhaupt nicht mehr Herrin der Lage ist, dass sie in Wirklichkeit nur noch die Marionette einer Truppe von Menschen im Hintergrund ist, ich habe vorher ein paar Namen aufgezählt, es wird sicher mit Sicherheit ein bisschen größer noch sein, diese Truppe, die jetzt ihre Agenda durchziehen. Und diesen Menschen, das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, ist es vollkommen wurscht, ob die SPÖ 20%, 15% oder 10% hat, weil die 5%, die die SPÖ braucht, damit diese Leute auf ihren Posten bleiben und damit diese Leute von unserem Steuergeld leben können, die reichen vollkommen aus. Und das ist der Grund, diese Leute werden auch mit dem Tritt ins Gesicht durch den Wählerwillen nicht geheilt. Entweder die Basis der Sozialdemokratie schafft es jetzt, gemeinsam mit den Sozialdemokratinnen außerhalb der SPÖ, und es sind ja inzwischen schon weit mehr Leute außerhalb der SPÖ sozialdemokratisch engagiert als innerhalb der SPÖ, eine wirkliche Form der Revolution von der Basis zu starten und zu sagen, wir geben das Gefäß SPÖ nicht auf, aufgrund der historischen Verdienste. Oder es ist Zeit für ein neues Gefäß. Der Unterschied in der Analyse zum Herrn Gross ist, ich bin der Meinung, es braucht eine starke Sozialdemokratie in diesem Land, weil gerade Leute wie Gerald Gross und viele andere sind maximale Nutznießer dessen, was die Sozialdemokratie historisch geschaffen hat. Auch ich im Übrigen. Und wir alle, die wir hier sitzen, sind Nutznießer der Sozialdemokratie. Deswegen ist eine Freude über den Untergang der SPÖ in keinster Weise angebracht. Aber Sie verwechseln da etwas. Also ich möchte Ihr elendes Meerkulpa nicht unterbrechen. Sie könnten sich ja vielleicht auch selbst geißeln über den Zustand der SPÖ. Das einzige Gefäß, in dem die Sozialdemokratie noch blast, ist die Urne von Bruno Kreisky am Wiener Zentralfriedhof. Aber das habe ich schon mehrmals gesagt. Sie über die FPÖ. Wenn Sie jetzt die Revolution ausrufen und die Sozialdemokratie erneuern wollen, es ist Faktum. Und die Sozialdemokratie hat ja durchaus Sinn für Humor, dass am Beginn der
österreichischen Sozialdemokratie vor 130 Jahren ein Mediziner gestanden ist, nämlich Viktor Adler, als sogenannte Hebamme der SPÖ, kurzum der Sozialisten, und heute am Ende der Sozialdemokratie die aktive Sterbehelferin und Tropenmedizinerin Pamela Joy Randy Wagner den letzten Dienst am Leichnam der SPÖ vollzieht. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Wissen Sie, was der SPÖ in Wahrheit fehlt? Wir können uns gerne leidlich über die Dornauers, die Doppelnamen, die Porsche Trotzers, die Rolex, die Schäblis, wie die Sozialdemokratie im Übrigen in Deutschland ja nicht anders aussieht als in Österreich. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist eine Krise der SPD und eine Krise der SPÖ. Wir können uns leidlich über diese ganzen Figuren, diese Untergangshelfer in Wahrheit unterhalten. Wissen Sie, was der SPÖ fehlt? Der SPÖ fehlt in erster Linie einmal Glaubwürdigkeit. Der SPÖ fehlen Themen und Visionen für die Zukunft und nicht der ständige Blick in die Vergangenheit. Wegen dem ehrenwerten und ehrbaren Bruno Kreisky wählt 30 Jahre nach seinem Tod kein einziger Mensch mehr die Sozialdemokratie. Und was den Sozialdemokraten fehlt, und das sieht man auch anhand Ihnen und Ihrer Auftritte hier, der SPÖ fehlt die Sprache des Volkes, im Volksmund auch Populismus genannt. Populismus ist nichts Schlechtes, wenn man den Nerv der Menschheit trifft. Es gibt Rechtspopulismus, es gibt Linkspopulismus. Es gibt Rechtspopulist und jetzt. Nein, sie sind kein Linkspopulist, sie sind teilentmündigt, aber das ist wieder was anderes. Aber von Populismus haben sie auch nichts verstanden, weil sonst hätten sie ja mehr Anhänger. Sie kriegen ja, glaube ich, nur Drohbriefe, Autogrammkarten, fragt sie ja Gott sei Dank keiner noch. Das fehlt der SPÖ. Und auf einen Punkt zusammengebracht: Eine Sozialdemokratie, die vorgibt, den kleinen Mann zu vertreten und dieses Wort oder diese Worte kleiner Mann ewig bemüht, darf nicht vergessen, dass der sogenannte kleine Mann für sich selbst nie klein sein will, sondern auch der kleine Mann will ökonomischen Erfolg, sozialen Erfolg, gesellschaftlichen Erfolg, familiären Erfolg. Der kleine Mann möchte nicht in der Kleinheit verbleiben. Der kleine Mann strebt nach vorn. Und wenn wir in der derzeitigen SPÖ-Schickeria in Wahrheit alles Persönlichkeiten und Funktionäre haben, die den sogenannten kleinen Mann schon längst vergessen haben, weil sie sich aufs Kosten des kleinen Mannes so gerichtet haben, dass sie alle schon große Leute sind und im Übrigen auch die Instrumente der großen Leute, also Zepter, Krone in die Hand nehmen, Porsche, Rolex etc., um damit zu symbolisieren, wir haben es geschafft. Ja? Wir haben es auf Kosten unserer Partei geschafft, dass aus uns Großbürger geworden sind, dann ist das die fehlende Glaubwürdigkeit. Sie könnten jetzt einwenden, ja, auch Bruno Kreisky war ein Großbürger. Ja, aber Bruno Kreisky war bereits Großbürger, bevor er SPÖ-Parteivorsitzender wurde und konnte sich ja nicht von seinem Vermögen oder seinem Einkommen entleiben, um dann SPÖ-Vorsitzender zu werden. Bruno Kreisky unterscheidet viele SPÖ-Funktionäre und Spitzenfunktionäre und Parteiobleute der SPÖ eines. Er war vorher schon ein sogenannter Großbürger und hat sich nicht auf Kosten seiner Partei und der Gage und der Funktionärsgehälter gesund gestoßen, um am Ende des Lebens dann großkotzig mit einem Porsche herumzufahren. Das fehlt der SPÖ. Die Visionen, sage ich Ihnen, um zum zweiten Punkt zu kommen, die Visionen fehlen der SPÖ. In Wahrheit, bei der ganzen Integrationsdebatte ist sie auf der falschen Seite gestanden. Sie ist auf der Seite jener gestanden, die das Sozialsystem ausgenutzt haben, anstatt die österreichischen Steuerzahler solidarisch zu beschützen. Und in der Sprache des Volkes, der verloren gegangenen, schauen Sie sich die Auftritte ihrer übertrainierten Pamela Joy Randy Wagner, ihrer Schutzheiligen der österreichischen Sozialdemokratie an, die viel sagt, aber kein Mensch versteht es mehr, was sie meint. Ja, Herr Groß, das, was Werner Faymann gesagt hat und das, wo die Leute gestanden sind, mit Werner, der Kurs stimmt, war ja genau das falsche Abbiegen in der Migrationsfrage. Und auch wenn Sie es 100.000 Mal gebetsmühlenartig wiederholen, dass Merkel verantwortlich gewesen wäre dafür, dass arme Menschen versuchen, über den Ozean zu uns zu kommen, was wir damals geschaffen haben, ist etwas, worauf wir zu Recht stolz sein können. Werner Faymann hat dann etwas gemacht, nämlich versucht, die SPÖ nach rechts zu tragen. Und das kann nicht funktionieren, weil rechts gibt es schon die Freiheitlichen und auch die ÖVP. Du brauchst nicht noch eine rechte Kraft in Österreich. Das ist das Problem der Sozialdemokratie. Und wenn eine SPÖ im Jahr 2019 noch eine Zukunft haben möchte, dann muss sie sich links positionieren. Sie braucht nur ins eigene Programm, in die eigenen Grundideale reinschauen und dann lesen, was da drinnen steht. Da steht was von Solidarität. Ja, Solidarität über Kulturgrenzen, über nationale Grenzen hinaus. Da steht was von Gerechtigkeit, Herr Groß. Lass uns mir aus, ich habe Sie ausgelassen. Gerechtigkeit und so weiter. Gleichheit. Also es geht darum, diese Grundideale der Sozialdemokratie sind so frisch und aktuell wie die Menschenrechte. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft
nicht die Präpotenz besitzen sollten, um sie herzustellen und die Grundwerte der Sozialdemokratie für historisch erklären, weil das sind sie mit Sicherheit nicht. Wenn ich mir anschaue, wie sich unser Land entwickelt, auch in den letzten 1,5 Jahren unter Schwarz-Blau, dann ist es nicht so, dass die Menschen immer mehr zu leben haben und immer weniger Kinder in der Armutsfalle drin hängen, sondern immer mehr. Das heißt, die Rezepte, die wir in der Sozialdemokratie zu suchen haben, in den Werten und Grundidealen der Sozialdemokratie, wären passgenau richtig. Ja. Ihre Kritik am Kader, und das ist genau meine Kritik am Kader der FPÖ, das ist ja deckungsgleich da, ja, ist, dass diese Menschen überhaupt nichts so mit den Grundwerten der Sozialdemokratie zu tun haben. Und das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit sagen. Aber wissen Sie, was der Unterschied zwischen dem Kader der SPÖ, den Sie ja auch unterstützen oder gerne angehören würden als sozialdemokratischer Bobo aus Wien, und dem Kader der FPÖ ist, also der Kader der Freiheitlichen Partei würde sich nicht in ein Studio setzen und sagen, man ist so stolz auf das, was 2015 passiert ist. Denn ich glaube, die Familie des ermordeten Landwirtes und des Rotkreuzhelfers empfinden nicht den Stolz, den sie in diesen Tagen und Stunden verspüren, wenn sie gerade die Begräbnisse ihrer Angehörigen vorbereiten müssen, aufgrund der fürchterlichen Tat, die vermeintlich einem Jahr 2015 nach Österreich, also in der Wir schaffen das Karawane nach Österreich geflohener Syrer gerade angestellt hat. Mhm. Also diesen Stolz, den sie verspüren, der wandelt sich recht rasch in unendliche Trauer und in Mitleid. Das ist halt der Unterschied zwischen politischer, nein, aber wissen Sie was, Herr Doktor, das ist der Unterschied zwischen der politischen Theorie, die zwar schön aussieht, der Regenbogen, der Schöne, Sie auf dem Einhorn darüber reitend und das ist the lovely land and Alice im Wunderland und alles ist so wunderschön, und die traurige Realität, die wir jeden Tag mundfertig auf den Titelseiten unserer Zeitungen in Deutschland und Österreich in die Haushalte geliefert bekommen, Mord, Totschlag, stimmt, Messerstechereien, Vergewaltigungen, ja, ich weiß sie, Ich lese die einzige Statistik, dass die Hälfte der in Österreich, einsässigen Häftlinge unserer Justizvollzugsanstalten allesamt einen Migrationsanteil haben. Diese Statistik lese ich. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Zu diesem Anteil der Häftlinge gehört seit mindestens 6 Tagen jener, der gerade einen Landwirt und einen Rotkreuzhelfer ermordet haben, auf den Sie so stolz sind. Herr Dr. 2015 kommen, oder Sie was? Können auch stolz sein auf den etwas. Hat die Angela Merkel 2015 kommen, oder zurück. Was? Ich komme jetzt auf etwas zurück. Und hier ist die Sozialdemokratie falsch abgebogen. Statt nämlich solidarisch auf jene Menschen zu schauen, die in Österreich Steuern zahlen, die ins Sozialsystem einzahlen, statt gerade diese Errungenschaften der Sozialdemokratie in Österreich zu verteidigen, wie das solidarische Sozial- und den Gesundheitssystem, die Sozialleistungen, statt das zu verteidigen, hat sie gesagt, und das macht sie seit Jahren, weil sie offenbar geschlampertes Verhältnis zur FPÖ hat, weil das seit dem Franitzky noch immer nicht geklärt ist, kommt alle rein, wir schaffen das. Der Herr Kern als ÖBB-Generaldirektor hat es durchgeführt, der Herr Faymann hat einen Garten Zaun mit Seitentüren gemacht, falls ich Sie erinnern darf, und mit der Angela telefoniert, das schaffen wir alles, und die sozialdemokratische Parteivorsitzende Pamela Scheuer-Randy Wagner ist heute noch immer nicht in der Lage, okay, wir sorgen endlich für Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit kann nur in einem System von Recht und Ordnung stattfinden. Das, was Sie wollen, ist eine Gesellschaft, die in Wahrheit im anarchischen Chaos ändert. Und solange die Sozialdemokratie für diesen Wahnsinn steht, wird sie bei Wahlen jeden Tag abgestraft werden. Also der Gerald Gross ist anscheinend der Meinung, dass die Flüchtlingskrise 2015 am Niedergang der SPÖ auch schuldig. Vieles. Ja? Die Bobos, die Fussis, die Misiks, wie sie alle heißen. Man kann das schon auch so sehen. Ja. Ich hätte mir damals, ich bin 2015 am Rathausplatz gestanden. Ja, ich war einer, ich schäme mich nicht dafür. Und Teddybären haben sie geworfen. Ja, ich weiß eh. Ja. Ja, sag ja. Rainbow Land. Ich habe Teddybären bekommen. Ja. Also. Oder Einhörner, um in ihrer Sprachwelt zu bleiben. Aber am besten nur mehr von ihrer Frau, weil das ist die letzte, an die sie glaubt. Ja? Also, ja. Ich glaube tatsächlich, dass 2015 was passiert ist. Nämlich, wir haben erlebt als Gesellschaft, als Gemeinschaft, dass wir es geschafft haben, eine große humanitäre Krise durch Zusammenhelfen zu lösen. Und dann haben wir uns ängstigen lassen. Und dann haben Leute begonnen, Sebastian Kurz ist das beste Beispiel, der ja als Integrationsstaatssekretär noch eine neue Willkommenskultur gefordert hat. Und dann auf einmal hat er ein bisschen Umfragen gelesen und hat sich gedacht, naja, könnten wir auch ändern, könnte man einfach sagen, es ist jetzt zu viel.
Und das Problem ist, natürlich geht es um eine kontrollierte Zuwanderung, natürlich geht es darum, dass wir Recht und Ordnung durchsetzen, aber zu Recht und Ordnung heißt auch, dass wir nicht zulassen, dass 8 Monate alte Babys, wie es letzte Woche passiert ist, vor Lampedusa absaufen, Herr Gross. Und das ist aber genau das, was Leute wie Sie, und ich meine Menschen, die ihrer Gesinnungsgemeinschaft angehören, verantworten, dass immer noch 8 Monate alte Babys absaufen vor den Toren Europas, weil die vielversprochene Hilfe vor Ort seit 2015 hören wir, wir müssen mehr Hilfe vor Ort leisten. Die letzten 1,5 Jahre, was hat die schwarz-blaue Regierung für Hilfe vor Ort geleistet? Keinen Cent mehr! Die Menschen hungern immer noch, sie werden immer noch vergewaltigt, sie werden immer noch umgebracht und sie versuchen immer noch übers Mittelmeer zu uns zu flüchten. Warum? Weil sie keine Perspektiven vor Ort haben. Lass uns mich kurz ausreden. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns von dem Boden der Scheinheiligkeit endlich wegbewegen wollen, gerade wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, dann bin ich ganz bei Ihnen. Ordnen wir das neu. Aber es kann nicht so sein, dass wir unser Steuergeld in Waffenlieferungen, in Aufrüstung, in Frontex und in irgendwelche deutschen Waffenfirmen fließen lassen, sodass wir die Hilfe tatsächlich den Menschen vor Ort zukommen lassen, damit sie nicht mehr ihr eigenes Leben, das Leben ihrer Kinder riskieren müssen, weil das, was sie zu Hause erwartet, noch viel, viel schlimmer ist als die Gefahr, die vor ihnen liegt. Herr Dr. Das wäre eine ernsthafte Diskussion. Aber jetzt darf ich auf eines replizieren. Bitte. Sie haben ja heute ein Bild gezeichnet, das auch mich in Mark und Bein erschüttert hat. Das ist das Bild dieser Mutter, dieser jungen Mutter, die am Meeresgrund in Lampedusa gefunden ist, eng umschlungen, vermeintlich ihr eigenes Kind. Auch das hat mich erschüttert. Und ich frage mich, wer es zu verantworten hat. Sie sagen, das ist meine Politik und die Politik, die ich zu vertreten habe, hätte es zu verantworten, dass diese junge Mutter, dieser jungen Mutter und ihrem Kind das Leben gestohlen worden ist. Diese junge Mutter hat sich auf Versprechungen einer europäischen Einladungspolitik von Christdemokraten und Sozialdemokraten in Person von Merkel und Macron verlassen, hat ihr gesamtes Hab und Gut, ihr Haus, ihre Familie, ihr Grundstück, ihr letztes Erspartes verkauft und kriminellen Schleppern, die durch diese Politik unterstützt werden, in den Rachen geworfen. Das Boot ist vor Lampedusa gesunken, weil die Helfershelfer dieser Schlepper, nämlich die NGOs, die indirekten Helfershelfer dieser Schlepper, auch nicht zur Stelle waren, auf die sich die Schlepper verlassen haben. Weil die Schlepper verlassen sich mit ihren Schlauchbooten, dass die Menschen auch gerettet werden, weil das ist seit 3 Jahren dieser Wirtschaftszweig. Dadurch wurde einer Mutter und ihr Kind ihre Zukunft geraubt, weil sie sich auf eine falsch verstandene Einladungspolitik und falsche Signale aus Europa verlassen haben. Denn Australien passiert das nicht. Die haben abgeregelt und seitdem will ja keiner mehr nach Australien. Weil sie sich auf die Schlepper verlassen hat, dessen ganzes finanzielles Vermögen sie in den Rachen geworfen hat. Weil sie sich auf europäische Sozialdemokraten und Christdemokraten verlassen hat, die in ihrer grenzenlosen Toleranz, weil sie offenbar in der Geschichte noch etwas aufzurechnen haben und sich ein humanitäreres Antlitz geben müssen in Europa, eine falsche Toleranz und eine falsche Einladungspolitik machen und die NGOs, die sie dann schlussendlich nicht gerettet haben. Wenn diese Einladungspolitik nicht da wäre, wenn nicht die falschen Signale ständig aus Europa gesendet wären, von NGOs, von solchen politischen Parteien, die sie vertreten, hätte sich diese Mutter mit ihrem Kind niemals auf den Weg gemacht. Und das ist die Tatsache. Eine ganz schiere Rollenumkehr, lieber Herr Gross, weil seit vielen Jahren schon kommt von absolut niemandem. Und das ist auch ein Problem der Sozialdemokratie. Niemanden. Schauen wir uns Salvini an. Gerade Salvini hat die letzten Jahre daran gewirkt und hat Italien zu einem beispiellosen Land der sozialen Kälte gemacht. Jeder Mensch in Afrika, auf der ganzen Welt weiß, dass Italien unter Salvini für eine ganz, ganz restriktive Zuwanderungspolitik steht. Aber warum der sozialen Kälte? Na, weil es eine Eiseskälte gegenüber Menschen ist, die aus sozialen Gründen zu uns flüchten müssen. Herr Salvini war mit Cinque Stelle in einer Regierung. Cinque Stelle ist ein Linksliberaler. Aber er ist ein Faschist. Linksextreme. Ja, aber er war Innenminister, nicht Sozialminister. Sie Unwissender. Aber Sie Wahnsinniger. Sie verstehen schon, dass Cinque Stelle wissen schon, dass das Linkspopulisten wie Frau Wähler waren. Ja, was anderes ist ein Linkspopulisten? Also genauso Typen wie Sie, nur dass Sie nicht einmal die... Dass Sie nicht einmal das populistische Talent haben. Nein, Sie haben nicht einmal das populistische Talent. Sie unterbrechen mich mit lauter Unsinn. Das macht der Gespräch. Spricht mit Ihnen so schwierig. Ja, ich wollte, lass uns mit einen rechten Weg führen. Das ist das Problem. Ihr Weg ist rechts, aber nicht rechts. Auf den richtigen Weg führen. Nein, das ist vielleicht der rechtsextreme Weg, aber nicht der rechte Weg. Bevor es handgreiflich wird zwischen den beiden Herren. Aber er versteht ja von nichts. Okay, also ein Satz noch, Sebastian Bornmänner, und dann machen wir mir ist das wichtig. Ich bin selber Nachkomme von Flüchtlingen. Und deswegen tut mir das weh, wenn sich da jemand hinsetzt, der so überhaupt keine Ahnung von wirtschaftlichen Zusammenhängen hat und sagt, dass die Mutter
Mutter selber schuld ist dran, nein, dass die NGOs gesagt. Schuld nein, dran wären, Mutter, dass die Politik in Europa... Das ist zu wirklich, sie wollte für sich und ihr Herr Kind Groß, eine bessere das Zukunft. Ist erbärmlich. Ja, ist wenn Sie den armen Menschen, ja. die im Mittelmeer am Grund liegen, tatsächlich helfen wollen und wenn Sie verhindern wollen, dass noch mehr Menschen am Mittelmeer am Grund rumliegen, Herr Groß, dann hören Sie endlich auf. Diese Menschen einzuladen mit falschen Versprechungen, die Europa niemand nicht halten kann. Niemand lädt diese Menschen genau ein. Die Menschen geht's. Sind verfolgt. Ja, verstehen Sie das nicht? Ich weiß schon, ich habe die Einladung Herr schon Herr Groß, verstanden. Das sind Menschen, die verfolgt sind. Die Menschen sind da und sie Schlepper machen ihr Geschäft. Und solange die Sozialdemokratie nicht hier ein klares Bekenntnis ablegt, ein klares Bekenntnis zur Solidarität innerhalb der eigenen Gesellschaft, wird das auch ein Bestandteil für den Untergang der Sozialdemokratie sein. Na, und die Arbeitnehmer und der sogenannte kleine Mann haben schon seit Jahren die Freiheitlichen gehört. Schauen Sie sich die Nachwahlbefragungen an. Gott, dann wissen Sie, wo der sozialdemokratische Wähler ist. Stichwort Freiheitliche, wir sprechen gleich weiter. Und zwar geht es dann eher um die FPÖ. Es geht um Philippa Strache, die hat heute bekannt gegeben, dass sie ihr Mandat im Nationalrat annehmen wird, als freie, als wilde Abgeordnete. Was bedeutet das für die FPÖ? Darüber sprechen wir gleich mit Sebastian Bornmähner und Gerald Groß nach einer ganz kurzen Pause. Bellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Bellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Bellner live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner Live. Heute ist Zeit für unser Dienstagsduell Sebastian Bornmähner gegen Gerald Groß. Gerade heute hat Philippa Strache bekannt gegeben, dass sie ihr Nationalratsmandat doch annimmt. War ja langes Zaudern hin und her. Nimmt sie es an, nimmt sie es nicht an. Hast du damit gerechnet, dass es im Endeffekt annehmen wird oder hat es sich jetzt doch überrascht? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Erstens, ich kann jetzt wieder die schwarze Krawatte anbinden, weil wenn eine junge Mutter in den Nationalrat einkehrt und eine Tierschützerin, ist das ja ein freudiger Anlass und nicht unbedingt etwas, wo man schwarz tragen muss. Sie könnten ihren Polunder dann auch gleich wieder ausziehen, ja, den alten Lappen. Aber nein, ich habe auch kein Blei mit. Aber es ist doch schön. Philippa Strache hat sich sicher nicht einfach gemacht. Ich meine, die Anwürfe einerseits durch ihre Parteienfamilie, durch ihre Freiheitliche Partei, auch die Drohung, sie nicht einmal in den Parlamentsclub aufzunehmen, macht es ja für keinen Menschen, egal ob du jetzt politisch schon in dem Bereich tätig warst oder nicht, besonders verlockend, ja, ein Mandat anzunehmen. Ich sage aber, wenn man gewählt ist, und das habe ich immer schon gesagt, dann soll man auch diesen Wählerauftrag annehmen. Ich halte nichts mehr als diese Listenwahlrechte dort, wo die Parteien dann nach der Wahl noch einmal Leute erpressen und unter Druck setzen. Aber du darfst nicht, weil da machen wir eine Halbzeitlösung und du machst das. Ich glaube, das Wahlrecht ist ja nicht nur eine Pflicht der Österreicherinnen und Österreicher, sondern es ist auch die Pflicht der Mandatarinnen und Mandatare, die gewählt worden sind, ihr gewähltes Mandat anzunehmen, das auch wahrzunehmen und mit vollem Idealismus und Einsatz fortzuführen. Und wenn das Philippa Strache heute gegenüber Österreich und dann auch in einer persönlichen Erklärung via APA bekannt gegeben hat, durchaus mit einer schlüssigen Erklärung, wo sie verwiesen hat auf die Schönheit der österreichischen Bundesverfassung, die von Van der Bellen und allen bemüht wird. Und gerade in der Bundesverfassung drinnen steht das freie Mandat, nämlich das Mandat auf die Person und nicht auf die Partei. Und sie sich diesen freien Bürgern verpflichtet fühlt und gerade in ihren Bereichen wie Tierschutz etc. tätig wird, dann kann das ja nicht zum Nachteil von uns allen sein. Richtig, dass sie es annimmt, das Mandat? Ja, absolut. Also im Gegensatz zu Gerald Groß, der letzte Sendung, glaube ich, noch davon geschwärmt hat, dass er empfehlen würde der Familie Strache, dass sie sich von der Politik fernhalten. Persönlich wünsche ich es niemanden, in so eine Schlangengrube zu gehen. Also ich muss ehrlich sagen, großer Respekt. Ich weiß nicht, ob ich mich traut hätte, das, was sich Philippa Strache jetzt gerade traut, nämlich als freie Abgeordnete ins Parlament einzuziehen, ohne Clubmöglichkeiten, ohne Unterstützung, jetzt zumindest im Parlament. Ich glaube, dass sie ganz, ganz viel Unterstützung der Bevölkerung bekommen wird. Auch wegen der Themen, für die sie steht. Sie steht ja für den Tierschutz einerseits, auf der anderen Seite auch für Kinder und Familien. Also wirklich Themen, die, glaube ich, eine politische Repräsentanz brauchen. Bin sehr gespannt, was da passieren wird. Eines muss uns halt jetzt aber doch bewusst sein, unabhängig davon, von der Person Philippa Strache, was sie aus dem Mandat machen wird, und so wie ich sie kenne, ist sie eine Kämpferin und wird das Beste daraus machen, aber das heizt natürlich den Flügelkampf innerhalb der FPÖ weiter an. Jetzt gibt es eine Abgeordnete, die heißt Strache. Ihr Mann hat vor wenigen Tagen wieder mal verlautbart, er kommt wieder. Nicht nur auf Facebook, sondern auch in der Politik. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Heinz-Christian Strache, was ich ja schon vor vielen Wochen gesagt habe, dass er spätestens 2020 wiederkommt. Na, er hat es nicht einmal ein paar Wochen ausgehalten. Und das ist genau das, wo man sich jetzt fragen muss, wie geht es jetzt weiter? Wird die Freiheitliche
Partei Philippa Strache jetzt tatsächlich isolieren und nicht in die freiheitliche Familie wieder aufnehmen, wenn sie es schon macht? Und ich glaube, irgendwann werden sie sich dem nicht erwehren können. Was für Auswirkungen hat das in Bezug auf ihren Mann? Und ich glaube, das, was wir jetzt alles beschrieben haben, nämlich Not und Elend innerhalb der Sozialdemokratie, ist nicht weniger richtig, wenn man es auf die freiheitliche Partei umlegt, zumal wir ja noch gar nicht wissen, was tatsächlich hinter diesem Spesensystem steckt. Wir wissen jetzt eigentlich so gut wie nichts. Vor ein paar Wochen haben wir gehört, Heinz-Christian Strache hätte viel an Spesen bekommen, Aufwandsentschädigungen und so weiter, 40.000 pro Monat. Wir wissen es immer noch nicht. 10.000. Na, 40.000 insgesamt. Insgesamt scheinen, was gesagt wurde, ist, nein, insgesamt... Ja, inklusive Gehalt. Ja, 40.000 scheinen zur Verfügung gestanden zu sein. Ihr Familiengehalt auch nicht aufschlüsseln. Ich meine, was einer verdient als Gehalt, reden wir von den Spesen, reden wir von den Wohnkostenzuschuss, aber was in der Gehaltspyramide drinnen steht, dass Herr der österreichische Vizekanzler 16.000 Euro kriegt, zum Vorwurf zu machen. Es geht darum, dass am Schluss eine Person 40.000 Euro aus Steuergeld monatlich zur Verfügung stand. Das war das Gegenstand-Diskussion. Es ist aber vollkommen unerheblich, weil wir haben noch immer nicht die Fakten am Tisch liegen. Wir wissen aber auch noch nicht, wer ist eigentlich mitverantwortlich, weil es muss jemanden gegeben haben, einen Finanzreferenten, es muss jemanden gegeben haben, der das abgesegnet hat. Und all diese Menschen ducken sich momentan weg, schieben die gesamte Generalverantwortung an Heinz-Christian Strache, sagen, na gut, der Böse ist jetzt endlich weg, jetzt tun wir seine Frau auch noch in Sippenhaft nehmen und damit können wir sagen, war nichts. So einfach wird es nicht gehen. Und ich bin sehr gespannt. Ihr habt das getitelt, wann explodiert die FPÖ. Ich glaube, wir werden die Explosion der Freiheitlichen Partei in den nächsten Wochen minutiös verfolgen können. Ja. Also eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, also eher geht die SPÖ verdient auf ihr Ehrengrab am Zentralfriedhof zu, ihre Freunde, als es jetzt die FPÖ zerknallen wird. Sie sagen mir, es stimmt, ich habe vorige Woche... Du glaubst nicht daran, dass die FPÖ ich habe die letzten Wochen immer gesagt, mir persönlich, wenn mich wer persönlich fragt, sollst du das machen, sag ich, bevor du unter diesen Voraussetzungen dich in die Schlangengrube Politik, Nationalrat, noch dazu als freie Abgeordnete bewegst, würde ich jeden persönlich davon abraten. Ich glaube, das ist verständlich, vor allem einer jungen Mutter. Umso mehr ist ihr Mut zu respektieren, das in dieser derzeitigen Situation zu tun und ihr freies Mandat auszuüben, wie es der Wähler gemacht hat. Aber ist das nicht ein erstes Zeichen, dass der HC Strache ein politisches Comeback überlegt? Nein, erstens. Mutig zu respektieren. Zweitens, wenn Sie jetzt die 10.000 Euro vom Herrn Strache ins Treffen führen, unterhalten wir uns vielleicht nur einmal über die 20.000 Euro an die Leikam. Im Übrigen eine leere Firmenhülle mit 3 verwackelten Mitarbeitern für den Herrn Lercher. 20.000 Euro im Monat, mehr als 240.000 Euro im Jahr. Im Übrigen für nichts und wieder nichts. Da steht nicht einmal eine Wirtshausrechnung dem gegenüber. Ja, ist in Ordnung. Das sind 15% von den Spesen. Ich sage Ihnen Folgendes. Ich sage Ihnen nur Folgendes. Wer selbst einen Butter am Kopf hat, soll selbst bei warmem Gretel Herbstwetter nicht vor die Türe gehen. Drittens, schauen Sie, ich vernehme nur Folgendes. Seit circa 8-9 Tagen, wir haben jetzt schon 2 Sendungen, mit heute die 2. Sendung, sind zumindest Ihre rhetorischen Mittelstreckenraketen zwischen der Familie Strache, der Heinz-Christian Strache und seiner Partei relativ eingestellt und beruhigt. Das hat ein bisschen aufgeflammt noch, diese Facebook-Diskussion, wo die Facebook-Seite, das sind Aggressionen, die ich nicht für nötig halte. Ich gehe jetzt einmal davon aus, ich kann mich ja irren. Passiert so wie ja oft. Ja, wie oft. Genau. Ich gehe jetzt davon aus, ist auch vielleicht ein kleiner Rat von mir. Mhm. Da gibt es erwachsene, vernunftbegabte Menschen. Die sind auf die Welt gekommen, haben wir Hirn zum Denken bekommen. Mhm. Ja, und sollten. Dünnes Eis. Nein. Dünnes Eis. Und sollten in Wahrheit eine Berufung wahrnehmen, die sich hauptsächlich um Kommunikation dreht. Politik ist Kommunikation. Mhm. Was ich nicht verstehe, normaler Konsument der derzeitigen politischen Situation. Was ich nicht verstehe, ist, warum diese erwachsenen Männer oder Weiblein, was auch immer, dort auf beiden Seiten sich einfach an einen Tisch zusammensetzen und sagen, so Freunde, was haben wir für ein Problem? Ihr habt meine Facebook-Seiten, also gebt es mal. Ja? Ihr wollt das von mir, also gebe ich das euch dafür. Dass sie den nicht einfach hinsetzen und sagen, weißt du was, machen wir Friedensschluss. Wissen Sie, was nämlich der Vorteil ist? Wissen Sie, was der Vorteil ist? Ja, das weiß ich. Wer weiß, vielleicht wird die Philippa Strache in zwei, drei Monaten, ich habe ja gehört, Philippa Strache ist ja nur so lange nicht Mitglied des Freiheitlichen Parlamentsclubs, solange die Ermittlungen laufen. Vielleicht werden die Ermittlungen früher eingestellt, als wir alle glauben.
glauben. Und es kommt bei dem Ganzen nichts außer. Und es kommt bei dem Ganzen nichts außer. Und dann werden sie es aufnehmen und müssen. Weil ich gehe ja zumindest davon aus, dass, was Politiker versprechen, sie auch einhalten. Ansonsten wären sie eine billige Lügenbande. Herr Groß. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn sich die Situation gegen Heinz-Christian Strache, und ich glaube, das hat er selber gesagt, das hat der Herr Hofer gesagt, das hat der Herr Kickl gesagt, das haben alle die Hühner und Helden dort von der Partei der Ehre und Treue gesprochen. Wenn also die Ermittlungen und die Verdächtigungen gegen Heinz-Christian Strache einstellen, habe ich immer gesagt, wird sich eine lange Liste von Menschen finden, inklusive Ihnen, Herr Dr. Bornmähner, die sich aufrecht bei ihm entschuldigen müssen und sagen, sorry, wir haben Sie vorverurteilt, aber das war halt einfach so lässig, weil auf einen Freiheitlichen knallen wir halt gern hin. Also, die Freiheitliche Partei hat gegenüber der Sozialdemokratie einen entscheidenden Vorteil. Die Sozialdemokratie weiß schon gar nicht mehr, warum sie verliert, weil die Gründe so vielfältig sind. Bei den Freiheitlichen gibt es genau einen einzigen Grund, der das Misstrauen innerhalb der Bevölkerung und ihrer Wählerschaft ihnen gegenüber den Freiheitlichen auslöst. Korruption. Das ist dieses ungeklärte Verhältnis zwischen dem Altparteiobmann Heinz-Christian Strache und seiner Partei und den Landesobleuten. Und in dem Moment, wo das die Freiheitliche Partei geklärt hat, wird die Freiheitliche Partei gewinnen, wird es noch immer das Insolvenz- und Abwrackverfahren bei der Sozialdemokratie geben. Das glaube ich nicht, Herr Groß. Weil das ist, ich verstehe schon, ist keine Glaubensfrage. Nein, ist faktenbasiert. Ich verstehe schon, dass Sie das so wollen. Sie wollen es so darstellen, als wäre das, was auf Ibiza passiert ist, als wäre das, was rund um die passiert ist, ein Einzelfenomen des Heinz-Christian Strache. Damit erweisen Sie ihm übrigens keinen großen Dienst. Ich glaube, es ist ein persönlicher, enger Freund von Heinz-Christian Strache. Ich würde mir dreimal überlegen, ob ich bei dieser Geschichte weiterhin bleibe, dass alles ein Verfehl, entweder eine alkoholisierte Geschichte oder halt eine ungenaue Späßanbrechung, lassen wir ausreden, dass Heinz-Christian Strache gewesen ist. Nein, es ist ein System. Und das System heißt Selbstbedienungsladen. Und das ist das, was die Österreicher nicht leiden können. Wenn man ausrückt und sagt, unser Geld für unsere Leute und sich damit in Wirklichkeit demaskiert, wenn man tatsächlich das Geld in die eigenen Taschen steckt. Das haben die Leute satt, Herr Groß. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie den Eintritt einer jungen Mutter und Tierschützerin in den österreichischen Nationalrat und die Diskussion, die uns der Moderator vorgegeben haben, wieder mal zum Anlass nehmen, um sich Ihre dreckigen Schuhe bei Heinz-Christian Strache und der Freiheitlichen Partei abzuputzen. Das ist Ihnen, obliegt Ihnen genau, wie Sie es gerne sehen. Ich unterhalte mich jetzt über die Philippa Strache und ich kann ihr nur gratulieren. Wenn sie das Mandat annimmt, wünsche ich ihr viel Kraft und viel Mut, Mitglied der österreichischen Gesetzgebungsperiode zu sein. Und das ist nicht nur eine große Ehre, sondern es ist auch eine große Verpflichtung gegen allen Österreicherinnen und Österreicher. Sprechen wir jetzt auch noch kurz über die FPÖ. Wir reden ja gerade über die FPÖ. Jetzt reden wir über die FPÖ. Wir haben ja eine Steiermark-Wahl, die vor der Tür steht. Wir haben eine FPÖ, die zuletzt bei allen Wahlen massiv verloren hat. Bundeswahl, zuletzt bei der Vorarlberg-Wahl. Was heißt denn diese Annahme des Mandats von Philippa Strache für die FPÖ und auch für diesen Steiermark-Wahlkampf in den nächsten Wochen? Das glaube ich gar nichts, weil ich glaube, Philippa Strache und das, wofür sie steht, ist eher ein Grund, die FPÖ zu wählen. Und ich glaube nicht, dass es einen positiven Philippa Strache-Effekt für die Steiermark-Wahlen der FPÖ geben wird, vor allem solange die FPÖ die Philippa Strache so ins Eck stellt und sagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Die FPÖ wird in der Steiermark ein Debakel erleben und zwar genau deswegen, weil auch die Leute in der Steiermark nicht deppert sind. Es gibt da schon ein paar Verrückte, die es irgendwie nach Wien geschafft haben, aber der Großteil der Leute, die in der Steiermark leben, hackeln seit Generationen, die wirklich nicht wissen, wie sie ihre Wohnungen noch zahlen sollen, wie sie ihren Kindern eine Ausbildung finanzieren sollen. Das sind diejenigen, die sagen, na, nicht böse sein. Aber eine Partie, die sich die eigenen Taschen vollstopft mit unserem Steuergeld, die das Maul nicht voll bekommt und wo immer noch ungeklärt ist, wer hat tatsächlich die Rechnungen des Heinz-Christian Strache abgenickt? Wer waren diejenigen, die 40.000 Euro pro Monat einfach sehenden Auges in Kauf genommen haben? Na, die Rechnung ist immer noch offen, Herr Groß. Und die Rechnung wird der Wähler begleichen. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass die FPÖ bei den Steiermark-Wahlen ein Debakel erleben wird, genauso wie sie es im Burgenland dann im Jänner erleben wird, weil die Freiheitliche Partei noch immer nicht begonnen hat, die eigenen Missstände aufzuarbeiten. Das Einzige, was sie machen, ist, sich an Heinz-Christian Strache abzuarbeiten, ihn zum Buhmann zu machen und zu sagen, Schwamm drüber. Aber Gott sei Dank,
Die Wählerinnen und Wähler sind nicht so deppert, Herr Gross. Naja, also namens der unterentwickelten Region Österreichs, der Steiermark, darf ich mich wieder herzlich bedanken für das umfassende Steiermark-Bashing. Ich zitiere, es gibt sogar ein paar Depperte, die es nach Wien geschafft haben. Also herzlichen Dank für die kollektive Nein, Herr Beurteilung. Herr Gross, was ich wirklich gesagt, hören Sie mir endlich einmal zu, dann wenn ich am Wort bin. Dann hören Sie auf, also, es gibt ein paar Depperte, die es nach Wien geschafft haben. Ich bedanke mich daher bei den vielen Steirerinnen und Steirer, die in Wien einen Job haben und damit in Wien Steuerleistungen erbringen, die aus der Steiermark kommen, die Polizistinnen und Polizisten, Unternehmer, Angestellte, Krankenschwestern, die sie allesamt als Depperte bezeichnet Nein, haben. Das wird die Steiermark wieder. Nur es gibt sie. Ein paar, ich bin ja nur ein Land, aber Majestics Plural funktioniert nicht. Ist schon in Ordnung, Sie können wieder zurück. Sie kriegen jetzt wieder eine Unzahl von Mails, Sie können sich bei allen entschuldigen. Sie haben ja wieder ostdeutschen Rechtsextreme nicht auf jetzt mich. Sind wieder die Ostdeutschen, also Sie sind ein großartiger Rassist. Ja. Alle Deutschen, die Steirer. Nein, ja. Nein. Sind Sie froh, dass ich mich über die Chilener nie unterhalte, mit dem anhand Ihres Beispiels sehr viel einfallen kann, ja, sehen Sie das. Aber ich lasse das. Ich bin ja vornehmer Mensch. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Wenn Sie zur Steiermark sprechen, also die Steiermark ist eine Landtagswahl und hat natürlich ganz eigene Gesetze als eine Bundeswahl, erstens. Zweitens, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird durchaus anders wahrgenommen, nämlich auch als ÖVPler, als Schwarzer, und hat in Wahrheit mit Türkis jetzt nicht so viel gemein, wiewohl er natürlich in der Rolle seines Lebens seit 4,5 Jahren drinnen ist, der Landesvater der Steirerinnen und Steirer zu sein. Das heißt, er wird aus meiner Sicht in der Steiermark voll bestätigt werden. Die steirische Sozialdemokratie befindet sich nicht erst seit den Verwerfungen auf Bundesebene, schon seit viel früher, seitdem Franz Wobes den Landeshauptmann in Wahrheit der ÖVP verschenkt hat und seinen eigenen Büro Mitarbeiter Michael Schickhofer zum Nachfolger gemacht hat, sich bereits in einer massiven Krise und die ganzen Gewerkschafter, die Betriebsratsvorsitzenden, die ganzen Organisationen bis hin zur sozialistischen Jugendtouren in Wahrheit nur mehr Däumchen drehen und warten, bis der Herr Schickhofer seine Niederlage erleben wird, das heißt ein Ergebnis unter 20%. Und wenn Sie mich so ungläubig anschauen, als könnte das nicht passieren, die Sozialdemokratie hat bei der Nationalratswahl in der Steiermark nämlich vor 4 oder 5 Wochen bereits nur mehr 19% gehabt. Also auch das ist möglich. Die einzige Landeshauptmannpartei, ja, der Zwarer, aber 2,0, nicht 2 auf 0,20. Ja? Aber ich weiß nicht mathematisch. Sie haben es zwar offenbar studiert, aber verstehen tun uns davon nichts. Die Freiheitliche Partei stellt sich in der Steiermark durchaus anders dar, als wir es in Vorarlberg kennen oder zum Beispiel aus Tirol in den westlichen Bundesländern. Die Steirische Freiheitliche Partei hat beim letzten Mal, ich glaube, mit 27% oder 28% sogar abgeschnitten und ist in der Steiermark durchaus eine Volkspartei, die in allen Gemeinderäten und zwar mit sehr vielen Gemeinderäten vertreten ist und eine sehr breite Basis hat. Der dortige Spitzenkandidat, ehemalige Verteidigungsminister Mario Kunasse, kann sowohl Regierung, weil er als Verteidigungsminister eine durchaus gute Arbeit geleistet hat, als auch Opposition, weil er durchaus die Oppositionspolitik in der Steiermark mit strenger Kante führt und sehr akzentuierte Oppositionspolitik macht. Die Steirerinnen und Steirer schätzen ihn durchaus, weil sie sagen, das ist ein sympathischer junger Kerl, der auch eine Regierungserfahrung hat. Daher glaube ich nicht, das ist aber wieder mal eine Glaubensfrage, daher glaube ich nicht, dass das freiheitliche Ergebnis so ein deutliches Minus sein wird. Der Gegenwind, der derzeit aus dem Bund kommt, ist sicherlich massiv. Solange die Freiheitliche Partei ihr Verhältnis mit Heinz-Christian Strache nicht klärt, wird es den Gegenwind geben. Aber in der Sekunde, wo sie ihn klären wird, den Konflikt, wird es auch wieder aufwärts gehen. Wir haben in der Steiermark noch ein Spezifikum. Dein Tipp ist, FPÖ landet vor der SPÖ in der Steiermark. Ich glaube, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen derzeit gibt zwischen den Freiheitlichen und den Sozialdemokraten. Wenn du mich vor 3 Monaten gefragt hättest, war die Freiheitliche Partei eindeutig in allen Umfragen bereits auf Platz 2 vor der Sozialdemokratie. Mittlerweile zeigte die Sozialdemokratie, dass es selbst aus Ibiza keine einzige Wählerstimme gehabt hat. Warum soll es jetzt aus den Nachfolgewellen, Schlagwellen aus Ibiza nur 1% Stimmen kriegen? Noch dazu, wo mittlerweile eine Personaldiskussion auf Bundesebene über die Pamela Joy Randy Wagner stattfindet. Erklären Sie mir das. So blöd ist ja nicht einmal der sozialdemokratische Wähler. Ich glaube ja auch nicht. Also ich glaube, derzeit findet der Kopf an Kopf dort werden wird. Das glaube ich nicht. Nein, nicht. Aber ich glaube
aufpassen, dass nicht außerparlamentarische Opposition werden. Ja? Keine Sorge. Naja, logisch. Keine Sorge. Ja? Vielleicht aber, könnten aber Sie einen Beratervertrag mit der Leica machen. Können Sie den Herrn Fussi Ackler mitnehmen? Dann sind die zwei richtigen toten Vögel auf links und rechts von meinem Schickhofer beieinander. Ich bin davon überzeugt, die Freiheitliche Partei wird unter 20% gehen. Mario Kunosek hat vor einem halben Jahr noch gesagt, er möchte Landeshauptmann der Steiermark werden. Ich glaube, es wird eher nicht so sein. Aber wird unter 20% gehen. Und die Sozialdemokratie wird mit Sicherheit ein paar Prozentpunkte verlieren. Aber nicht, weil der Michael Schickhofer so schlecht wäre, sondern weil der bundespolitische Trend einfach gegen sie ist. Die Demokratie war bei der letzten Wahl stimmenstärkst. Das war nicht die ÖVP. Ja, und jetzt wären es halt 24. Prozentpunkte, das sind 10% des Oberreichs. Nein, das glaube ich nicht. Ja, und im Winter gibt es viel heißen Eislutscher. Nein. Ich kenne das schon. Hört es mit den Eislutscher auf. Jetzt wollten wir aber, vielleicht könnten wir noch über die Grünen reden. Sind auch noch seine Freunde, GrünInnen. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung. Das müssen wir uns für nächste Woche aufnehmen. Ihr zwei habt so lange geredet, dass für das dritte Thema gar keine Zeit mehr ist. Er spricht viel, sagt aber nicht viel. Das ist das Problem. Okay. Vielen Dank, Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross. War wieder ein hitziges Duell. Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen dann gleich weiter über die FPÖ, über Philippa Strache. Und zwar mit einem, der diese Partei in- und auswendig kennt. Und zwar Stefan Betzner wird gleich bei uns sein. Nach einer ganz kurzen Werbepause ist Stefan Betzner hier. Und mit ihm sprechen wir dann über die FPÖ und Philippa Strache. Ja.